Die Deutsche Reichsbahn Güterzug Kultlok V200, die für die DDR gebaute Variante der ehemals sowjetischen M62, kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Die Baureihe V200 der Deutschen Reichsbahn war eine Baureihe von dieselelektrischen Lokomotiven. Zwischen 1966 und 1975 bezog die Deutsche Reichsbahn insgesamt 378 Lokomotiven der sechsachsigen dieselelektrischen Baureihe M62 als Baureihe V200 aus Luhansk, der ehemaligen Sowjetunion. Die Loks der ersten Lieferserie waren noch nicht mit einem Schalldämpfer ausgerüstet und erzeugten dadurch einen so großen Lärm, dass ihnen die markanten Auspuffgeräusche den Spitznamen Tigertrommel einbrachten. Mit Einführung der EDV-Nummern bei der Deutschen Reichsbahn 1970 wurde sie zur Baureihe 120 umgezeichnet. Die letzten Exemplare erhielten 1992 noch die gesamtdeutsche Baureihenbezeichnung 220. Die Baureihe ist bei der Deutschen Bahn AG seit 1995 ausgemustert. Einige Loks sind museal erhalten oder stehen bei Privatbahnen im Einsatz. Das Pico Epoche 3 Expertmodell, die Lokomotive V200-026 der Deutschen Reichsbahn, ist eine komplette Neukonstruktion und gibt den Betriebszustand ab 1967 in der Ausführung ohne Schalldämpfer im Ablieferungszustand der ersten Fahrzeuge wieder. Das Original des Lokmodells war der RBD Dresden BW Reichenbach mit Abnahmedatum vom 22. März 1967 zugeordnet. Das Modell der V200 kommt in DC- und AC-Ausführung in den Fachhandel. Die AC-Variante ist ab Werk mit dem Pico Smart Decoder 4.1 Plax 22 Multiprotokoll mit MFX-Fähigkeit ausgerüstet. Die markante Pico V200 der Deutschen Reichsbahn besticht durch feinste Lackierung und Bedruckung in stimmigen Farben und Beschriftungen. Die detaillierte Dachlandschaft ist mit feinen Gravuren und Lüftern exakt wiedergegeben und entspricht der ersten Lieferserie ohne Schalldämpfer. Die Maschinenraumnachbildung ist detailliert und über die Maschinenraumseitenfenster gut zu sehen. Viele extra angesetzte Details, wie die richtig positionierten Lüftungsgitter an den Fronten mit 7 Lamellen, feine Nachbildungen der typischen Hupen der Reichsbahn, hochglänzende Fronthandläufe, schmale Umläufe, Batteriekästen, Luftkessel, Bremszylinder, Sandrohre, Luftleitungen und Treppen runden die perfekte Nachbildung der Pico V200 ab. Darüber hinaus besitzt das Fahrzeug die Nachbildungen der charakteristischen Kardanwellen der ersten Fahrzeuge an den Drehgestellen. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Zur Erhöhung der Zugkraft ist die V200 mit zwei diagonal angebrachten Haftreifen an den Drehgestellen versehen. Das Modell ist mit einer Plax 22 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Pico Multiprotokoll Smart Decoder 4.1 Plax 22 abrufbar. Das Modell ist für die Aufnahme eines Sounddecoders mit größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet und kann problemlos nachgerüstet werden.
Folgende digitale Funktionen sind abrufbar: F0, Licht an, aus. F1 oder F2, Schlusslicht, Führerstand 1 oder 2. F3, Führerstandslicht. F4, Fernlicht. F5, Maschinenraumbeleuchtung. F6, Rangierlicht vorn rechts, hinten links. F7, Rangierlicht vorn links, hinten rechts. Die Pico V200 der Deutschen Reichsbahn besitzt durch die Verwendung eines schweren Zinkdruckgussrahmens einen sehr ruhigen Lauf sowie exzellente Langsamfahreigenschaften. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen sorgen. Das detailverliebte Modell der Diesellok V200 der Deutschen Reichsbahn zeigt einmal mehr das hohe Pico-Niveau bei Neukonstruktionen und verspricht langanhaltenden Spielspaß durch die betriebstaugliche Ausführung. Durchdachte technische Features und hervorragenden Fahreigenschaften mit hoher Zugkraft. Mit dem attraktiven Modell der bulligen Kultlokomotive V200 erfüllt Pico den Wunsch vieler H0-Bahner nach einem zeitgemäßen, fein detaillierten Modell dieser wichtigen Baureihe.